Willkommen bei Das ist der Tagesrückblick von Focus Online. Heute mit diesen Themen. Das ist das Hochjürgen. Eine historische Hitzewelle sorgte im Westen und Südwesten Deutschlands für Temperaturen bis zu 37 Grad. Zuvor warnte der Deutsche Wetterdienst bereits vor dem Hochjürgen in Deutschland. Aufgrund der Trockenheit gab es auch vermehrt Waldbrände. Im Sauerland brannte zum Beispiel eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern. Das ist Annalena Baerbock. Beim Petersberger Klimadialog forderte die Grünen-Politikerin alle Staaten auf, schnell auf erneuerbare Energien umzusteigen. Zitat: Die alte fossile Welt ist unaufhaltsam im Untergang begriffen. Die neue Welt ist eine der erneuerbaren Energien, erklärte Baerbock zum Ende der Konferenz. Auch wenn Deutschland angesichts der Gaskrise zeitweise mehr Kohle nutzen werde, würde das Land nicht von den Klimazielen abweichen, so Baerbock. Das ist der Gasnotfallplan der EU. Die Europäische Union erarbeitet einen Gasnotfallplan, sollte Russland kein Gas mehr nach Europa liefern. Ein Entwurf des Plans liegt der Welt bereits vor. Demnach will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU-Länder notfalls zum Gassparen zwingen, wenn die Haushalte und Firmen der Mitgliedstaaten nicht freiwillig ihren Gasverbrauch reduzieren. Das ist Verkehrsminister Volker Wissing. Angesichts der Halbzeit der Sonderaktion des 9-Euro-Tickets wird derzeit über ein Nachfolgeangebot diskutiert. Bundesverkehrsminister Wissing erklärte, dass dies erst Ende des Jahres oder Anfang 2023 möglich wäre. Das Ticket ist ein Riesenerfolg, so Wissing. Dennoch mahnte er, dass die billigste Option bei dem Nachfolgeangebot nicht zwangsläufig die beste sein könnte. Das ist unser Verbrauchertipp des Tages. Während der Hitzewelle brauchen auch viele Pflanzen ausreichend Wasser. Doch steigende Energie- und Wasserpreise können sich dabei schnell auf dem Konto bemerkbar machen. Um ressourcenschonend zu gießen, sollten Sie vor allem darauf achten, wann Sie Ihre Pflanzen bewässern. Weitere Infos dazu und zu den Themen des Tages finden Sie unten im Text.